Hallöchen und ein herzliches Willkommen, lieber Stier. Schön, dass du eingeschaltet hast zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Janina und wir schauen heute gemeinsam auf die Energien und Potenziale für den August 24. Deine kommenden 31 Tage. Was darf ich dir mitgeben an Energien? Was zeigt sich? Ich werde sowohl Lenormand Tarot wie auch Orakelkarten verwenden. Mit letzteren fangen wir an. Das sind die Orakelkarten, dein schamanischer Traum von Colette Baron-Reed und Alberto Villoldo. Außerdem siehst du hier schon die Orakelkarten der Priesterin des Lichts von Sandra N. Taylor und Kimberly Webber. Mach es dir schön, mach es dir gemütlich. Wir legen genau jetzt los. Die Hauptenergie für Herrn oder Frau Stier, bitte schön, im August. Eine Energie bitte, nur eine einzige aus dem Orakeldeck. Die Energien sind intensiv genug. Da brauchen wir nicht mehrere an der Zahl. Unmarkierter Pfad, Offenbarung, haben wir als Energie Nummer 1. Energie Nummer 2, die ergänzende Energie von den Priesterinnen des Lichts. Was zeigt sich da? Was offenbart sich hier? Da offenbart sich auch nur eine Energie. Sehr gut. Erneuerung, neue Schöpfung. Okay, wir gehen rein. Unmarkierter Pfad, Offenbarung. Also hier könnte sich eine Erneuerung, neue Schöpfung, hier könnten sich neue Wege für dich auftun, neue Möglichkeiten, neue Wege, neue Potenziale. Ich kriege aber auch eine neue Perspektive rein, dass du auch dein Blickwinkel, deine Blickweite, deine Sichtweite schärfen und anpassen darfst. Okay? Es könnte hier darum gehen, neue Erfahrungen zu sammeln, eine neue Erfahrung zu machen, die deinen Geist und deinen Horizont erweitert. Wir haben hier einmal die 57. Die 57 limitiert sich zur 12 und diese steht in der großen Arkana für den Gehängten. Der Gehängte schenkt dir einen Moment der Ruhe, einen Moment der Stagnation, so nehmen es viele wahr, aber er schenkt dir auch eine neue Perspektive. Ne, eine neue Sichtweise auf die Dinge, hatte ich gerade schon gesagt. Deswegen sehr, sehr passend. Dazu die Erneuerung, die neue Schöpfung. Ne, das ist so das Gefühl, was daraus entstehen darf. Mit der Nummer 20 habe ich den Hinweis auf das Gericht. Bei diesem geht es um eine Art Neuentstehung, Wiedergeburt, ne? Also dass man Altes loslässt, weil man ins Verständnis, in die Akzeptanz kommt, ne? So das Gericht, ne, wie wir es auch im Weltlichen kennen, es wird zwischen Recht und Unrecht entschieden, so bevor es dann weitergeht, ne, bevor ein Verfahren abgeschlossen wird. Und das Verfahren abgeschlossen, das wäre dann die nächste Karte, das ist dann die Welt. Dann geht es darum, etwas hinter sich zu lassen, aber natürlich auch etwas Neues vor sich begrüßen zu können. Einen neuen Lebensabschnitt, einen neuen Zyklus, wie auch immer. Also hier alles neu. Neue Sichtweise, neue Perspektive darf dir der August bringen, lieber Stier. Das einmal ganz kurz hier. Ich komme auch noch nicht so ganz von dem Begriff Offenbarung weg. Etwas öffnet sich. Du öffnest dich, aber dadurch öffnet sich auch etwas Neues für dich. Wenn du offen bist, öffnet sich eine Tür für dich. Wenn du verschlossen bist, bleibt diese Tür verschlossen. Also auch so ein bisschen auf die einfachen und simplen Worte manchmal achten und hören und gucken, okay, was steckt in diesen Worten? Was kann man alles aus Worten herausholen? Und das bezogen auf die Legung, auf die Energien, was kann man alles aus einem Momentum, aus einer Situation herausholen? Okay, ich würde gerne mal was zu deinen Blockaden wissen. Und dafür nehme ich die Orakelkarten. What's the tea? Na, Orakelkarten weiß ich gar nicht. Nennen wir sie vielleicht mal eher so Ratschlagskarten. Meine Decks verlinke ich dir alle unterhalb des Videos. Also wenn du interessiert bist an einem Deck, dann fühle dich frei, dort zu schauen, zu stöbern und nachzugucken. Ebenfalls findest du den Link zu meiner Website unterhalb des Videos, falls du nach dieser Legung Interesse hast, auch mal persönlich die Karten gelegt zu bekommen.
Also, erste und zweite Monatshälfte. Erste Monatshälfte haben wir die Ignoranz, zweite Monatshälfte haben wir die Reflexion. Jo, ich glaube, da wacht jemand auf, würde ich sagen. Ne? Hier ist das Kätzchen, liegt noch im Schlaf. Und zweite Energie, der Herr, ne? Der dann anfängt zu meditieren, weil er Dinge verarbeitet, weil er Dinge zulässt. Ne? Er lässt. Er stößt sie nicht von sich. Ne? Also Anfang des Monats bis zur Mitte des Monats könnte sich für dich noch wie das Beispiel mit der verschlossenen Tür anfühlen, weil du etwas, was sich dir offenbart, weil du das ignorierst, weil du das nicht annimmst. Aber zum Ende des Monats geht es dann in die Reflexion. Du fängst an zu reflektieren. Da haben wir die Energie des Gehängten, ne? Den Perspektivwechsel, eine neue Sichtweise, die dann auch neue Orte, neue Möglichkeiten offenbart. Eine Energie aus dem Lenormand, und dafür nehme ich das Gilded Reverie Lenormand von Ciro Marchetti. Und mit diesen Karten möchte ich gerne einen Ratschlag bekommen. Ein Ratschlag für die Stiere. Ein Impuls bitte. Zwei Impulse. Wir haben die Lilien, aber unterhalb liegt die Dame, das bist du selbst. Die Dame bist du selbst steht für die weibliche Energie im Allgemeinen. Steht aber auch so ein bisschen für das Passive, also etwas, was in uns geschieht. Unsere Intuition, unser Gefühl, was uns leitet. Die Lilien stehen für die Anziehungskraft, aber auch für die Harmonie. Und der Ratschlag ist hier, komme mit dir in die Harmonie, in die Balance. Und das wird dir tendenziell hier auch gelingen in der zweiten Monatshälfte, wenn du anfängst zu reflektieren, Dinge zu verstehen. Dann wirst du hier, ich kriege so ein bisschen die Energie von der Mäßigkeit rein. Die Mäßigkeitskarte ist die Nummer 14 in der großen Arkana. Und da geht es darum, dass etwas in Balance, in den Ausgleich, in die Harmonie gebracht wird. Also vielleicht ist Meditation für dich wirklich nächsten Monat ein Thema, Meditation oder etwas aufschreiben, ne? Reflexion als solches, vielleicht Energie- und Chakrenarbeit. Horch da einfach mal ganz individuell in dich hinein. Wir gehen mal weiter und dafür nehme ich jetzt das Tarot, das Musen-Tarot von Chris Ann. Und damit möchte ich jetzt gerne einmal wissen, Familie, erste, zweite Monatshälfte. Was haben wir da auf der Tageskarte? Wir haben den Pagen der Kelche, nennt sich hier Page der Gefühle. Und den Ritter der Inspiration entspricht dem Ritter der Stäbe. Der Page der Kelche, das ist der Träumer. Da geht es darum, dass du vielleicht allgemein in deiner Familie, dass es darum geht, zu überlegen, zu visionieren, zu träumen, aber auch so ein bisschen wieder weicher oder ins Gefühl zu gehen. Du könntest ein gutes Gefühl für Familienmitglieder haben, ein Gespür für Situationen, bist aber eher passiv. Ne? Also du spürst, was los ist, du spürst auch die Menschen um dich herum. Ich kriege dich da aber weniger in der aktiven Rolle rein. Das darf sich dann zur Monatsmitte ändern. Da kriegen wir den Ritter der Stäbe. Und der wiederum bringt ein bisschen Feuer in die ganze Geschichte. Ne? Kann also sein, dass du zur Monatsbeginn, zur ersten Monatshälfte so ein bisschen dir die Situation anguckst, dass du reflektierst und schaust. Ich habe schon sehr oft das Wort reflektieren gesagt. Irgendwie soll das so sein, glaube ich. Oder es ist einfach ein mangelnder Wortschatz. Muss man auch mal ganz reflektiert sagen. Ne? Also auch, wenn wir hier natürlich in ganz besonderen Sphären unterwegs sind, darf man auch mal selber ehrlich zu sich selber sein. Ja, ich kriege gefühlvolle Energie, Emotion Anfang des Monats, aber dann in die Aktion. Also könnte auch sein, dass du hier dann so ein bisschen auf den Tisch haust, ne, weil du Hummeln im Hintern hast mit dem Ritter der Stäbe und sagst, so Leute, so funktioniert das hier nicht mehr. Jetzt muss hier mal ein bisschen was passieren. Okay, Klärung mit dem Lenormand, bitte. Der Page, da ist auch direkt die Energie mir reingekommen, das Kreuz, das betrifft dann eine Belastung, eine belastende Situation, die du erstmal emotional verarbeitest und hinnimmst. Mit dem Schlüssel bist du auf dem Weg, eine Lösung zu finden, auch eine Blockade aufzuheben, eine Belastung aufzuheben. Und dann haben wir die Vögel. Die Vögel stehen für die Gesprächigkeit. Ne? Du wirst also schauen und genau planen, wie kannst du ein Gespräch beginnen? Wie sollte hier kommuniziert werden? Der Ritter der Stäbe, wie klärt der sich?
mit dem Herren und dem Hund. Der Herr steht für ein Gegenüber, das kann also auch ein Familienmitglied sein, mit dem du es hier zu tun hast, eine Person, die sehr leidenschaftlich, sehr engagiert ist, für Dinge brennt, auch schnell entflammt, aber dadurch auch schnell die Flamme verliert, muss man sagen. Der Hund, ne, steht für Loyalität, ein sehr freundschaftliches Verhältnis, ein loyales Verhältnis. Ja, ich habe hier so den Eindruck, dass du in deiner Familie eine Entwicklung, eine persönliche Wegentwicklung durchmachst, wo man sagen kann, okay, hier könnte man aus einem Abhängigkeitsgefüge vielleicht sogar ein Stück weit ausbrechen. Ne? Der Ritter der Stäbe, der lässt sich nicht festnageln. Der Ritter der Stäbe, der macht, weil er es will. Und leider denkt er nicht immer lange drüber nach. So, ne? Das heißt, hier könntest du einen Impuls bekommen, zu handeln, aktiv zu werden. Und du könntest aber auch konfrontiert werden von einer Person, die schon sehr lange Teil deines Lebens ist. Ne? Ja, jetzt sagst du, na gut, klar, Geschwister sind schon immer Teil meines Lebens oder Eltern oder so. Aber nicht zu jedem hat man so einen Bezug. Und mit dem Hund kriege ich hier eine tiefe freundschaftliche Verbindung rein. Ne? Dass man hier so ein bisschen auch seine Komfortzone verlässt, über sich persönlich und auch über diese persönliche Beziehung hinaus wächst, sich weiterentwickeln möchte. Deine Freundschaften, was haben wir da? Deine Freundschaften, lieber Stier. Der Ritter der Schwerter, erste Monatshälfte. Und die Sieben der Kelche, zweite Monatshälfte. Der Ritter der Schwerter ist der kommunikative Ritter. Da geht es um Kommunikation und Gedanken. Aber auch eine gewisse Schnelligkeit, eine gewisse Wendigkeit, die eine Rolle spielt. Zweite Monatshälfte, Sieben der Kelche. Da haben wir emotionale Unsicherheit. Ne, du scheinst hier vielleicht eine Freundschaft dir genau anzuschauen, zu betrachten, zu analysieren, wie geht das hier weiter. Eine Freundschaft bekommt hier auch emotionalen Antrieb. Na, man geht noch mal ein bisschen tiefer, man geht ins Detail. Ne? Die Details spielen eine Rolle in der zweiten Monatshälfte. Auch hier bitte eine Klärung. So, Ritter der Schwerter klärt sich mit dem Brunnen. Und der Brunnen steht für unsere Ressourcen, für die Kreativität, für unsere Gedanken, aber auch für die Tiefe. Ne? Und der Ritter der Schwerter vertieft Gedanken, vertieft Gespräche. Also hier könntest du wendige, aktive Gespräche führen. Und die Sieben der Kelche, ne, das könnte natürlich mit diesen Gesprächen herbeigeführt werden. Der Herr ist gefallen und der Herr und die Sieben der Kelche sagen mir, du bewertest neu, du sortierst aber auch deine Gefühle, du hast ein Empfinden, eine Wahrnehmung und diese Wahrnehmung lässt hier möglicherweise eine wahrhaftigere Freundschaft zu. Also du fängst an, dich mehr zu öffnen, bist transparenter. Bei anderen bekomme ich aber auch rein, du darfst schauen, wie transparent bist du wirklich. Bist du so transparent, wie du denkst? Oder ist es das transparent, dass diese Transparenz, die du gerne annehmen wollen würdest, aber bist es eigentlich noch nicht? Ich hätte da gerne noch mal eine Botschaft. Also offene Kommunikation in Freundschaften. Ja, das Haus, das ist Vertrauen. Ich habe das Gefühl, du hast hier einen Vertrauenskonflikt in einer Freundschaft, ein Vertrauensthema. Und das darf sich aber mit dem Haus gleichzeitig auch festigen, stabilisieren. Ja, also, dass man hier einfach wieder offener wird, aber dass eine Freundschaft eben auch viele Gespräche bedarf, viele Gespräche benötigt. Beruf und Finanzen. Da haben wir die zwei der Münzen. Die zwei der Münzen, das ist eine Entscheidung, eine weltliche Entscheidung. Könntest so ein bisschen an einem Scheideweg stehen. Ne? Welche Richtung gehe ich jetzt? Welchen Weg schlage ich ein? Der eine Weg ist etwas leichter, ist aber auch risikobehafteter. Der andere Weg ist bodenständiger. Zweite Monatshälfte, Königin der Gefühle ist Königin der Kelche und die drei der Kelche.
Deine Intuition ist gefragt. Möglicherweise hast du oder wirst du mit Hilfe von Ratgebern eine Entscheidung fällen. Mit den drei der Kelchen kriege ich aber auch hier eine Verbundenheit, eine Vertiefung rein. Du vertiefst möglicherweise ein Herzensprojekt oder du vertiefst die Beziehung zu Kollegen. Eifersucht könnte eine Rolle spielen, weil die drei der Kelche auch immer so eine Energie von drei ist einer zu viel darstellt. Da haben wir zu den zwei der Münzen die Mäuse. Ah ja, das Ganze belastet dich. Ne, diese Entscheidung könnte dich belasten. Diese Entscheidung hat auch wirklich weitreichende Konsequenzen, weitreichende Folgen. Ne? Also da muss man wirklich, da muss man mal ein, zwei Nächte drüber schlafen, bekomme ich rein, weil das nimmt dich schon sehr mit. Es nagt an dir. Aber hier darf sich ja offensichtlich etwas klären zum Monatsende. Königin der Kelche. Jetzt habe ich hier ein Kärtchen verloren, liebe Leute. So, das Kärtchen ist auf den Boden gerutscht, aber zeigt sich nicht, offenbart sich nicht. Da haben wir einmal die Rute und dazu den Sarg. Der Sarg steht für einen Wendepunkt, ne, für einen Wandel, aber auch für das Ende, für den Abschied. Die Rute für Diskussion, für auch Gespräche. Aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, da geht es auch darum, einer Situation Energie zu entziehen. Man entzieht Energie, weil man merkt, es raubt Energie. Ne? Und das kann zum Beispiel sein, dass du jetzt sagst, entweder du ziehst dich vielleicht ein Stück weit zurück oder vielleicht hast du Urlaub. Aber dadurch, dass du in der Energie der Königin der Kelche bist, aber auch die drei der Kelche, ne? Eifersucht hatte ich schon gerade angesprochen, das entzieht einem ja auch Energie. Ne? Wenn man irgendwie immer in so einem, immer in so einer Konkurrenzenergie oder konkurrierenden Energie sich befindet. Aber da gibt es einen Wandel, weil ich glaube, hier soll es einmal knallen, sag ich jetzt mal, mit der Rute. Und der Sarg bringt dann einen Wendepunkt, einen Wandel, ne? Einen Abschied auf der einen Seite, aber dadurch natürlich auch die Möglichkeit, neues Potenzial zu entdecken und zu leben. Ne? Nach dem Sarg kommt ja tatsächlich auch der Blumenstrauß und das ist dann schon wieder etwas Schönes, ne? Eine liebevolle, schöne Geste. Okay, dann gucken wir mal hier in die Liebe. Da haben wir einmal die drei der Stäbe. Außerdem das Erwachen, das ist das Gericht in der großen Arkana. Also drei der Stäbe, das ist die persönliche Weiterentwicklung. Du entwickelst dich weiter zu dem Thema Liebe oder auch eine Partnerschaft, eine Verbindung entwickelt sich weiter. Man stärkt neues Selbstbewusstsein. Ich habe auch das Gefühl, bei einigen geht es um ein Wiedersehen. Na, also hier geht es darum, wieder so ein bisschen aktiv zu werden, aus seiner Komfortzone herauszukommen. Wow, da haben wir die Sonne. Das Ganze steht also unter dem erfolgreichen Stern, könnte man sagen. Also hier ist eine erfolgreiche Entwicklung zu sehen und zu verzeichnen. Und zweite Monatshälfte, ne, das Gericht, das Erwachen, die Wiedergeburt sozusagen. Das könnte das Wiederaufleben einer Verbindung sein. Moment. Das Wiederaufleben einer Verbindung und dazu. Gucken wir mal, welche Energie soll es hier aus den wenigen Karten, die mir rausgefallen sind, sein? Die Störche. Ja. Wandel, Veränderung. Bei einigen könnte es ein Umzug sein, dass du irgendwie umziehst in der zweiten Augusthälfte und dass die Liebe da eine Rolle spielt. Möglicherweise bei einigen könnte es eine Trennung sein, ne, dass man hier jetzt entweder auszieht, umzieht. Oder dass die Verbindung sich einfach derartig weiterentwickelt. Ne? Also hier persönliches Wachstum, Flexibilität bringen die Störche ebenfalls, ne? Dass man sich anpasst an die Gegebenheiten, anpasst
Die Störche stehen natürlich aber auch für Nachwuchs. Also für all diejenigen, die vielleicht freudig hoffen, könnte das ab Mitte des Monats auch zu freudigen Nachrichten kommen, ne, dass man sich hier auf Nachwuchs freut. Und das ist ja auch wie eine Art Wiedergeburt, ne? Wenn da ein neues Leben in einem wächst, dann, ja, dann ist das jetzt das Potenzial auf jeden Fall da, dass hier Nachwuchs kommen kann. Es steht aber auch allgemein so ein bisschen, die Störche bringen ja auch immer etwas Neues, ne? Und hier könnte eine Beziehung wieder neu leben, neues Leben eingehaucht bekommen. Oder es gibt allgemein einen Neubeginn für dich in der Liebe. Okay, wenn du das gerade mal persönlich geklärt haben möchtest, ne, fühl dich immer frei, eine Legung bei mir zu buchen. Dann gehen wir da mal ein bisschen tiefer rein, aber das würde ich jetzt erstmal so dabei belassen. Deine große Chance, dein Potenzial im August, da haben wir die Vier der Münzen. Die Vier der Münzen, das ist eine Sicherheitsenergie, ist eine Energie, in der du dich als Erdzeichen auch grundsätzlich wohlfühlst. Da geht es um Stabilität, um Sicherheit. Das heißt, du hast hier das Potenzial, dich weltlich zu festigen. Ne? Das kann durch einen Umzug sein, dass du dir ein neues Zuhause aufbaust, dass du beruflich, ne, dass du dich ja auch wieder festigst, dass du ein Stück weit diese Entscheidung fällst, um die es hier geht. Ne? Hier offenbart sich dir etwas, ne? Hier offenbart sich ja auch die neue Stabilität, die Sicherheit. Ne? Du bist hier mit bei den Blockaden. In der Reflexion, ne, zuerst ignoriert man vielleicht diese Energie, aber dann fängt man an zu reflektieren und sich wieder mit sich selbst zu verbinden. Und auch dadurch kommt man wieder in ein gefestigteres, sicheres Sein. Und dazu bitte eine Klärung. Die Treppen, nee, die Wege. Die Treppen ist auch gut, ne? Ja, die Wege oder der Weg selber steht auch dafür, dass hier etwas vorangeht, ne? Also hier wächst etwas. Hier wächst etwas. Es gibt einen Ausweg aus einer Situation. Und wenn wir einen davor gehen, dann sind wir bei den Drei der Münzen. Das Drei der Münzen ist auch so ein bisschen, hier wächst ein Team zusammen. Und nun darf hier im August dieses Zusammenwachsen schon für ein solides Fundament stehen. Ne? Also man hatte hier vielleicht eine sehr intensive, eine sehr spannungsgeladene Vergangenheit, Energie, und hier ist viel passiert. Bei einigen von euch hat sich auch viel verändert, kriege ich rein, ne? Viel Transformation, aber auch im Außen, ne? Vielleicht ja, gab es ein neues Umfeld bei einigen, und aus diesem Neu darf man nun jetzt Sicherheit und Stabilität erfahren, gebären lassen quasi. Na, also hier kommt man wieder neu an, man kommt so ein bisschen zur Ruhe, soll ich dir sagen. Das ist so ein bisschen der Monat der Ruhe, des Ankommens und auch dann langfristig der Zufriedenheit. Jetzt gibt es noch ein Einhorn, eine Energie aus dem Einhorn-Orakel von Doreen Virtue. Und da hätte ich gerne mal ein Einhorn für euch mit einem Ratschlag. Manchmal sind die ein wenig komödiantisch, dann aber auch wieder sehr tiefgründig. Ich bin gespannt, welches Einhorn du hier erwischt. Kreativität. Zeichne, male, denke und handle auf schöpferische Weise. Wow. Lass also deiner Kreativität freien Lauf. Ne? Lass hier... Da hatten wir Erneuerung, neue Schöpfung. Wir hatten hier die Reflexion, wo ich meinte, Meditation könnte möglicherweise eine Rolle spielen. Verbinde dich mit deinem überirdischen Ich, mit deinem überirdischen Sein. Lass deiner Kreativität freien Lauf. Ne? Also mach Dinge, die dir gut tun. Ne? Weil gerade in so neuen Situationen, in denen du dich hier zeitweise befindest, ist es wichtig, dieses Fundament auch mit viel Wärme zu füllen. Und Wärme füllen wir, indem wir Dinge tun, die uns gut tun. Ne? Wenn du die Zeit hast, nimm sie dir. Ne? Nimm dir die Zeit zum Kreativsein, was auch immer das für dich bedeutet. Das muss jeder ganz individuell für sich nachempfinden und dann natürlich auch umsetzen können. Mit dieser Energie, lieber Stier, darf ich mich von dir verabschieden. Ich bedanke dich für dein Sein hier auf meinem Kanal. Wenn du magst, mach dieses Video groß, teile es, kommentiere es. Ich freue mich schon auf eure Kommentare.
Wenn du magst, lass mir gerne ein Abo da, dann sehen wir uns beim nächsten Video schon wieder. Und bis dahin wünsche ich dir eine großartige Zeit, voller Wärme, voller Energie und ganz viel Sonnenschein. Bis zum nächsten Mal, deine, eure Janina. Tschüssi.